Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit Doom Eternal. Ja. Ich hatte wieder ein super Problem. Und zwar wollte ich ja eigentlich schon früher noch eine Folge aufnehmen. Ja, hat wunderbar geklappt. Leider auch ja, bis später. Und dann kommt wieder das Problem mit dem Speicherplatz. Ja, ich muss mir endlich was überlegen, was ich mit diesem kleinen Ding machen soll. Aber man hat ja nur die Möglichkeiten, die man auch hat. Ja, ich kann mir jetzt nicht aus der Rippe eine neue Platte schneiden. Das ist nicht machbar. Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal auf gutem Wege. Neu. Welcher Scheiße, welcher Wandel, gell? Ist er weg, der nervt auch. Zu stark. Na, gar nichts mehr. Keine Muni mehr. Ja. So, ja. Das ist alles nicht mehr so verwunderlich. Gut, war ja beim anderen auch noch nicht. Aber jetzt, ja, alles schade. Ist nicht so gut, ne? In allen Belangen. Und dann ein paar Sekunden vor Schluss der Aufnahme kommt er auf die Idee zu sagen, das Platte voll. Und wie jeder schon mal das Problem hatte, das wird dann nicht ordentlich gespeichert und dann kannst du im Prinzip auch alles von vorne aufnehmen. Ja, so ist es jetzt bei mir auch. Und, ich muss mal gucken, ich werde auch noch in den nächsten Tagen, Wochen eine neue Platte holen, extra noch für die Aufnahme. Das wäre echt top. Eure Unterstützung ist natürlich noch viel besser. Ja. Aber gut, mal schauen, was noch kommt. Ja. Eben. Aber mal schauen. Ja. Alles gut, alles schön. Es macht Spaß, alles doppelt dreifach zu spielen. Habe ich ja schon Übung mit in den einen anderen letzten. Ja, das war ja schön. Ist ja schon normal. Ne? Auch um die ganzen Verstecke wieder zu suchen. So offline hatte ich ja auch schon gemacht. Ja. Von dem her. Oh, sehr gut. Wo hänge ich denn schon wieder fest hier? Mensch. Die ist doch so eklig. Was habe ich heute mal jetzt? Den ganzen Tag. Wann geht der denn mal hops? Ist ja schlimm. Ach, ernsthaft, was der aushält. Ja, ein paar Gimmicks habe ich auch noch gemacht. War doch schon längst weg. Mensch. Und. Ja,
es gibt noch viele Sachen, die man natürlich noch machen kann. Boah, da gibt es noch immens viele, ne? Das ist... Was, kein Ziel? Nimm doch mal ein Ziel, weißt du? Beim Gurt, da rennt er auch sofort. Na komm. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht so? Das ist auch noch so ein Fragezeichen, wo ich mir denke, oh. Schade. Hä? Wie ging los? Was? Oh nein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da war er. Ja, naja. Schön! Ja, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Ich bin so genervt immer noch von dem Ding mit der Festplatte. Es ist. Ja, es ist ein scheiß Zustand. Aber gut. Hauptsache das Spielen macht noch Spaß. Ja, es macht ja immer Spaß. Ja. Hör doch auf. Der böse Bube. Ja, total verpackt. Immer noch. Schade, schade. Er ist nahe hinter dieser Brücke. Na dann.
jetzt da. Ja, alles voll. Sehr gut. So, gut. Ja, jetzt waren wir hier schon öfters. Ach, Mist, echt. Gut. Müssen wir nochmal machen. Es geschieht. Das Treffen der Titanen. Wie prophezeit. Dass er seinen Mund nicht aufmachen kann. Merkwürdig. So. Wo sind wir denn hier? Schön. Ach, Schnecke in den Mund. Was ist denn los? Ey? Was ist denn hier los? Was? Ich bin gerade weg. Oh nee. So, die kommen jetzt nämlich wieder weg. Was? Was? Jetzt will er es aber wissen.
Nee, hab ich nicht. Oh, Mist. Doch, hab ich. So ist gut. Hä? Ah, da ist er doch. Fertig. Eine noch. Oh, Verschwendung. Konzentration, Mensch. Oh, Mist. Jetzt, da die Rüstung zerstört ist, liegt der Körper frei. Betritt das Portal und schließe den Kampf ab. Uff. Oh, Alter. Nochmal. Was? Was zur Hölle? Was war denn das hier? Nein! Was? Ach, das ist doch jetzt Mist. Was? Ja. Ich bin doch gut aufgerüstet. Geht doch. Nein, nicht weglaufen. Oder ihn. So. Was? Diese scheiß Wasser, das muss ich mir auch abgewöhnen. Jetzt will ich es aber richtig passieren. Ne? Oh, ist ja schlimm. Nein.
Na, da würde ich gerade hin. Sehr gut. Jetzt läuft er wieder. Warum spielen wir denn? Kein Ziel, ich geb dir gleich kein Ziel, Alter. Früher hast du alles angegriffen, was nur will. Am besten das, was ich nicht wollte. Und jetzt eiert er hier rum. Ach, merkwürdig. Merkwürdig. Ich weiß nicht, was alles trifft. Na komm. Was? Oh, was ein Halligalli-Sturm hier jetzt echt. Okay, das war auch mal was. Sehr gut, großer. Der ist die ganze Zeit weggeschleudert. Ich verstehe nicht. Na, auf da. Schon wieder was? Fuck off! Was ist denn das, ey? Zum Glück kostet das kein Extra-Leben. Das ist nervig, richtig nervig. Wie schnell sind die denn hier oben? Was ist denn mit denen los? Die wollen es halt wissen, ne? Schon wieder. Mit Kraft. Was sind die denn hier alle oben, Alter? Was warten die denn? Was? Das überlebt der ernsthaft? Was ist das für eine Sammlung? So viel von denen. Ich glaube, das auch, ey. Ich glaube, es ist gut. Ich habe gerade keine Müll mehr. Sehr gut.
kann ich schon wieder. Was? Ich hab doch drei. Nicht? Oh. Oh no. Was ist denn hier los? So, jetzt so. Hat aber lange gebraucht, um den Schmerz zu fühlen. Ah, so schönes T-Bone Steak. Ah, der Bär ist lecker. Schnell weg. Jetzt kann er mal aufmachen, komischerweise. Noch der Arme. Ein schlimmer Rücken kann auch entzücken. Die Melodie, jedes Mal kriege ich Gänsehaut. Ey. Aha. Und du wirst ihr Retter sein. Deine Stärke wird ihr Schild sein. Und dein Wille ihr Schwert. Du bleibst ungebrochen, denn dein Kampf währt ewig. Flup. Schön, schön. Ja, haben wir das auch geschafft. Ja, noch gut. 18 Stunden Spielzeit, ca. 20. Müsste man bestimmt auch noch mal sehen. So, ja, schön. Ich gehe mal kurz essen gucken. Bin dann gleich wieder da. Hier habt ihr noch den Abspann, den könnt ihr euch in Ruhe angucken, weil ich finde da ja irgendwas Schönes. Jo, dann bin ich gleich wieder da, ne? Gut.
Ja, da sind wir wieder. Ja. So, ich gebe dir nur eine kleine kurze leckere Pizza. Ja, essen ja viele, ne? Ja, Pizza ist gesund, alles drin, drum dran, Obst, Gemüse, je nachdem, was man für eine nimmt. Und gefrorenes Essen ist auch besser als frisches, ja, teilweise, je nachdem. Ja, gut. Egal, zurück zum Spiel. Fazit, würde ich mal sagen, ja, wer es mag. Ja, wer es mag, genau. Nee, mit dem neuen Jump und Run System, wo man so viel Springen überwinden muss, ja, manche mögen es, manche verfluchen es auch. Es macht ein bisschen Abwechslung mit rein. Kann man machen, muss man nicht, aber ja, ist halt mal was anderes. Mal gucken, was vielleicht im nächsten Teil kommt. Falls noch mal eins kommt, aber bestimmt so. 25, ja, 25. Könnten so noch mal was raushauen. 26 vielleicht. Da muss man mal abwarten. Aber ansonsten, ja, grafisch sehr schön auf jeden Fall. Die Waffen-Modis finde ich auch besser als vorher. Auch die Variation. Schade, dass man bei der BFG nicht noch irgendwas machen kann. Ne? Dass man im Prinzip die ganze Munition in einem Schuss verschwenden kann für richtig starke Gegner. Wie zum Beispiel auch für den Marodeur, ne, der mit seinem Schild, Schwert, Axt und Flinte, der seinen Hund immer schickt. Das wäre noch cool, aber ja, ansonsten doch. Also Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Was mich noch so ein bisschen gestört hat, die unterschiedlichen Level-Intensitäten. Es gab Level, ja, gleiche Schwierigkeitsstufe. Nicht machbar, ne? Nur mit Ach und Krach. Da verschwendest du so viel extra Leben. Und in anderen denkst du wieder, in den nachfolgenden. Boah, das ist aber einfach. So, und das ist... Ah, das ja, ist schwierig. Ne? Hätte man auch irgendwie anders strukturieren können. Vielleicht war es auch so gewollt, keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen Rumsdi-Bums da reinzubringen. Aber ja, nö, ansonsten. Wer Shooter mag, so in der Konstellation, klar, gerne. Gegner sind auch gut gekommen. Ich rede hier durcheinander, aber egal. Hauptsache es kommt was raus. Ja. Nö, ansonsten. Ja, wie gesagt, Gegner sind schön, sind gut. Sind auch manche Schwere natürlich dabei, aber das macht sie auch aus. Langlebig und sonst. Ja, doch. Ist schön. Ja, es hat Spaß gemacht, doch, schon. Mit dem Verstecken, ja, die Geheimnisse, ne, die unterschiedliche sind auch echt knifflig. Und andere sind dann wieder, da läufst du einfach über den Weg, ne, das ist dann auch schade. Und, eine Mischung aus beidem. Das, ja, aber ganz ehrlich, das ist lieber so als andersrum, als wenn es total Flaute wäre. Ja. Ja. Toll. Ansonsten, was ich jetzt noch für meine Zukunft sagen kann, ich werde jetzt mich erstmal im anderen Genre ein bisschen reinfuchsen. Das heißt Battle Royale, da wollte ich mal auf PUBG gucken, wie das funktioniert. Auch mal live. Über einen Twitch-Kanal. Ja, wer Lust hat, kann gerne mal gucken oder Anregungen bringen, was diejenigen wollen. Es gab da andere Spiele, die ich auf jeden Fall auch mal antesten wollte. Ja.
Dann auf jeden Fall im August, September, glaube ich. Kommt ja Cyberpunk, ne? Das wird auf jeden Fall auch gespielt. Das wird auch noch eine Aktion. So viele Möglichkeiten. Da kann man es auch wieder kein Recht machen, das weiß ich jetzt schon. Aber ja, sonst kann man es ja tausendmal durchspielen. Das ist ja wie mit Detroit Become Human. Das ist die gleiche Aktion, ne? Wenn man alle Finishes sehen möchte, dann muss er da auch öfters durchspielen. Aber ja, nee, erstmal jetzt ein bisschen entspannter schauen, was kommt, was passiert. Und ja, sehen wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Ansonsten ja, wie gesagt, gerne in den Kommentaren reinschreiben, was ihr sehen möchtet, wollt. Ist ja mal was Außergewöhnliches oder mal was komplett anderes oder was weiß ich. Was ich gerne mache, ist, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, früher ein paar Videos. Strategie, ne? Shooter sowieso. Simulationen sind ja jetzt auch, finde ich auch ganz schön, ne? Je nachdem. Und ja, dann schauen wir mal. Gerne, falls auch jemand mal möchte, zusammen irgendwas spielen, würde ich dann auch mit aufnehmen oder über Twitch laufen lassen. Wenn jemand Interesse hat, da bin ich ganz offen. Und ja, würde ich dann auch erstmal verbleiben, ne, mit allen. Achso, was ich jetzt noch zum Schluss sagen wollte, also zum Endboss, ich musste den Schwierigkeitsleiter runterdrehen auf, ich sag mal jetzt einfach in Anführungszeichen, weil auf Mitte nee, es hat einfach nicht funktioniert. Ne? Ich habe so oft jetzt versucht und gemacht und getan, ja, mit der Aufnahme, wo ich ja erwähnt hatte am Anfang. Das war dann auch schon so, aber über Mittel keine Chance. Also ich zumindest, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch, ich hätte auch wahrscheinlich durchbrettern sollen einfach. Und bis zum Schluss habe ich ja immer noch Sachen nicht richtig nutzen können. Das ist auch sehr langwierig. Also, oder vielleicht bin ich auch zu unfähig, keine Ahnung, aber da gibt es ja diverse Tricks und Tipps, die man sich ja holen könnte. Aber so vom Gameplay ist schon aufwendiger auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Also auf jeden Fall viel krasser, viel komplizierter, strukturierter als jetzt noch beim 16er Teil. Das ist. Ja, kleiner Stinker da. Ja, also wie beim Vorgänger. Und also es ist gut, es ist aber auch was Neues, das ist wahrscheinlich das Problem, das Schwierige. Ne? Knuffke? Ja, und der Kleine hat sich immer versteckt, weil es zu laut wurde. Ja, aber muss man ja machen, ne? Ja, schön. Ja, was kann ich noch sagen? Sehr schön. Sehr schön. So, sehr schön. Der Abspann war auch nochmal super, auf jeden Fall. Ja, naja, klar. So. Sturkopf. Warum Sturkopf? Ach so. Stimmt, das sind ja auch noch Sachen, oh, die ganzen Meilensteine, die man noch machen müsste.
Das nimmt auch noch mal ein paar Stunden in Kauf. Höchstwahrscheinlich. Aber gut, es ging ja hier einfach nur um zu zeigen, zu spielen. Und es hat gut geklappt eigentlich. Ja, bis auf ein paar Passagen, aber das bleibt nicht aus. Ne? Das ist ja wie bei jedem Spiel. Ne? Kämpfst du um alles und es klappt einfach nicht. Wirklich, ne? Ja. Ja, gut. Also, wie gesagt, wer Anregungen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Über den Daumen nach oben freue ich mich sowieso. Und auch gerne abonnieren, falls jemand was Neues sehen möchte, was ihn interessiert. Was mich auch vielleicht interessiert. Ja, aber es wird in Zukunft auf jeden Fall noch was anderes kommen. In nächster Zeit. Ja, in diesem Sinne verbleiben wir erstmal so und ja, schauen, was die Zukunft bringt. Ne? Also, in diesem Sinne, bis dann.